Until today, only a small number of clinics in the world have access to this specialized MRI technique. Our work will change that. Das Verfahren, was wir entwickelt haben, beschäftigt sich mit der Herstellung von hyperpolarisiertem Fumarat. Fumarat ist ein Bestandteil des Energiestoffwechsels in jeder Zelle. Und Fumarat kann man als Kontrastmittel in der MRT für die Darstellung von sterbenden Zellen verwenden. So kann man zum Beispiel Therapieerfolge von der Chemotherapie schon darstellen, bevor der Tumor überhaupt anfängt zu schrumpfen. Das heißt, wir haben jetzt einen wesentlich früheren Zugriff auf den Erfolg von Chemotherapien. It all starts with quantum spin. Um zu verstehen, was wir erreicht haben, muss man wissen, dass der Körper aus unzähligen Atomkernen aufgebaut ist. Und diese Atomkerne besitzen eine Eigenschaft, den sogenannten Kernspin. Das heißt einfach gesagt, sie verhalten sich wie kleine Magnete. Und diese Eigenschaft nutzt man zur anatomischen Kernspintomographie aus. Wir haben in der normalen Kernspintomographie immer das Problem, dass wir mit sehr kleinen Signalen arbeiten müssen. Und kleine Signale bedeuten immer sehr lange Messzeiten. Die Hyperpolarisationstechnologie ermöglicht uns, riesige Signalverstärkungen für MRT-Bilder zu generieren und so MRT-Bilder von Stoffwechselprozessen innerhalb von wenigen Sekunden aufzunehmen. In medicine, many applications would benefit from the ability to visualize individual molecules or chemicals inside the body in real time. Hyperpolarisationstechniken sind sehr aufwendig. Deshalb können sie zurzeit nur in wenigen Kliniken weltweit eingesetzt werden. Our method is based on chemical reaction with hydrogen. Parahydrogen is a special form of hydrogen gas where the two hydrogen atoms are in an entangled state called a singlet state. It's funny that the parahydrogen gas itself, although the source of hyperpolarization, produces no observable MRI signals until after it reacts. Wenn wir Hyperpolarisation über Parawasserstoff erzeugen, ermöglicht das den ganzen Prozess in viel kürzerer Zeit und mit wesentlich geringeren Kosten durchzuführen. This project would not have been possible without the interdisciplinary collaboration between our team of chemists, physicists, engineers, biologists and people on the clinical side. England, from Italy, from Germany, from the US. Vom Helmholtz-Institut, von der GSI, der TU Darmstadt, der Uni Southampton und Turin. Ohne die wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen, sowas hinzubekommen. I'm extremely proud of our group and the collaborators. James, der uns alle, die wir an dem Projekt mitgearbeitet haben, schon vorher aus der Wissenschaftscommunity kannte, hat es geschafft, uns alle für dieses Projekt zu begeistern. I certainly never expected to win the Erwin Schrödinger Prize. Das ist eine unglaubliche Auszeichnung für jeden Wissenschaftler. And it was so special to share that with all the other members of the team. Cheers. So many groups somehow found that they had skills which complemented each other very well. And we just came together naturally and good things happened. It has been an amazing journey so far. I can't wait to see what we can achieve together in the future.